Jurassic World Dominion läuft jetzt schon seit einigen Wochen in den Kinos und erfreut sich irgendwie auf der einen Seite sehr positiven Stimmen, gerade was die Zuschauer angeht, auf der anderen Seite aber auch sehr negative Stimmen, was eben die Kritiker angeht. Man kann von dem Film halten, was man will, aber gerade das Polarisieren der verschiedenen Ansichten der Fans und eben auch der Kritiker macht den Film dann dennoch auch außerhalb des eigentlichen Films wirklich spannend. Viele von euch haben mir auch schon geschrieben, dass sie diesen Film wirklich zum Teil lieben und damit komme ich auch vollkommen klar. Ich habe den Film nach mehrfachem Sehen jetzt aber auch mal so ein bisschen Revue passieren lassen und möchte mit dir in diesem Video über eine Sache sprechen, die mich am meisten an diesem Film stört. Eine Sache, die für mich diesen Film tatsächlich mehr oder weniger versaut hat. Hier wird es Spoiler zum Film geben, logischerweise, und Achtung, kleiner Spoiler zu dem Video. Es geht nicht um die Heuschrecken, zumindest nicht direkt. Viel Spaß! Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst einen Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Laura Dern, die Schauspielerin von Dr. Ellie Sattler, hat lange bevor überhaupt der Titel des Films bekannt gegeben wurde, ein Statement zur eigentlichen Story gegeben. Sie hat damals gesagt, das Ganze wird aufgebaut sein wie ein Wissenschaftsthriller, also eine Thriller-Geschichte, die sich innerhalb einer Dinosaurierwelt abspielt. An sich war das ja nicht mal unbedingt gelogen, denn das Ganze hat schon irgendwie Thriller-Vibes, obwohl da eigentlich zu viel Action drin ist für so einen Thriller. Es sollte aber eine Gefahr im Hintergrund lauern, die der Zuschauer nicht erkennt. Auch hier könnte man wieder sagen, ja, ganz ehrlich, dass das die Heuschrecken sind, das habe ich irgendwie nicht kommen sehen. Dass der Thriller-Aspekt, von dem sie gesprochen hat, eben das, was wir als Zuschauer nicht kommen sehen, das, worum es in dem Film gehen wird, die Heuschrecken sind, ist für viele ein Problem. Für mich ist es aber nicht das Problem, dass es die Heuschrecken sind, sondern dass die Frage, worum es wirklich geht, innerhalb der ersten, ich habe jetzt den Film noch nicht auf Blu-ray, aber ich schätze mal, es waren so die allerersten 20 Minuten aufgelöst wird. Die Handlung des Films ist nach den ersten 20 Minuten fertig. Sie ist erklärt, sie ist auserzählt. Und das ist eine Sache, wo ich mich wirklich gefragt habe, ob der Film nicht glaubt, dass der Zuschauer so lange am Ball bleiben kann, beziehungsweise ob er uns ein bisschen für zu doof hält. Das ist jetzt eine Kritik, die hört sich erstmal total blöd an. Ich sage das nur aus meinem persönlichen Aspekt, weil ich verstehe diese Problematik. Ich habe es schon zwei oder dreimal erwähnt, ich selber schreibe auch privat Bücher und veröffentliche die über den Verlag, also ich kenne mich mit dem Geschichtenerzählen irgendwo als Laie aus. Und auch ich habe das Problem, dass ich öfter mal Sachen einfach tot erkläre, beziehungsweise zu früh auflöse, weil ich dann der Meinung bin, okay, vielleicht wird das Ganze sonst zu lang gezogen und die Leser bleiben gar nicht so lange am Ball und ist auch gar nicht so interessant für die Geschichte. Ich kenne das Problem. Der Unterschied ist allerdings, dass hinter den Drehbuchautoren von Jurassic World eine ganze Masse an Leuten stehen müsste, die das Ganze nochmal überprüfen. Ich zum Beispiel habe eine einzige Lektorin, die da nochmal drüber schaut in der Regel und dann eben sagt, hier Tobi, pass mal auf, das kannst du mit reinbringen, vollkommen cool. Oder dass sie eben auch manchmal sagt, hier, das ist eigentlich gerade komplett irrelevant für den ganzen anderen Rest. Wovon rede ich jetzt? Es geht darum, dass wir Dr. Ellie Sattler, also wir springen jetzt zurück in den Film Jurassic World Dominion, Spoilerwarnung habe ich schon rausgegeben, hier ist sie nochmal. Dr. Ellie Sattler bekommt von dem Heuschreckenangriff mit, der auf einer Farm abläuft. Daraufhin fährt sie eben zu dieser Farm und möchte das Ganze untersuchen. Hier wird jetzt der Thriller-Aspekt aufgebaut, der uns versprochen wurde. Hier geht es wirklich um die Frage, was geht hier eigentlich gerade ab? Und ich glaube, die Frage hatten wir alle im Kino. Wo kommen die Heuschrecken her? Was passiert hier eigentlich gerade? Das Problem an der Szene ist, dass diese Frage aufgestellt wird und sie wird keine zwei Minuten später wird sie erklärt. Die Heuschrecken greifen das Feld an, Ellie Sattler kommt an, macht ihren Jurassic Park 1 Move mit der Sonnenbrille, die sie sich vom Gesicht runternimmt, guckt auf die Felder und sagt, ja Moment, das Feld hier wurde gefressen, das da drüben aber nicht, woran kann das denn liegen? Daraufhin sagt die andere Frau, keine Ahnung, also wir haben zumindest kein Biosensat. Das ist die Lösung. Es wird eine Frage aufgeworfen, die den Zuschauer über einen Thriller hinweg beschäftigen sollte. Was geht hier eigentlich gerade ab? Natürlich könnte man sagen, irgendwo war es ja klar, dass es Biosyn ist. Aber hätte man nicht auch mit dem Zuschauer spielen können und ihm auf eine falsche Fährte locken können, anstatt uns einfach direkt vor die Nase zu werfen? Ja, genau das ist übrigens hier das Problem. Nicht nur, dass das von Biosyn eigentlich sehr doof ist, irgendwie immer nur die Felder abzufressen, die eben nicht von dem eigenen Saatgut bestellt wurden, ist schon ziemlich auffällig. Auch, dass sie sich dafür noch extra große genmanipulierte Heuschrecken züchten. Es ist natürlich vollkommen klar, wo das Ganze herkommt. Aber der Film wurde uns wieder einmal als etwas anderes versprochen, als er letztendlich gewesen ist. Der Wissenschafts-Thriller-Aspekt ist in den ersten 20 Minuten vorbei und wird sogar nur für 5 Minuten aufgegriffen. Sogar in der nächsten Szene, als sie dann zu Dr. Alan Grant kommt und er untersucht diese Heuschrecke, sagt Grant sogar, ja, die sind eigentlich ein bisschen groß, die sind doch biotechnisch manipuliert worden. In den Büchern hätte das noch irgendwie Sinn gemacht, weil da gab es mehrere Biotech-Firmen. In den Filmen kennen wir jetzt nur zwei, Biosyn und Ingen.
Biosyn wird hier neu eingeführt. Biosyn ist der neue Antagonist, auch das wurde schon veröffentlicht. Warum baut man hier eine riesige Fragestellung auf und erklärt sie direkt danach schon wieder? Ich kann jeden Aspekt von euch verstehen, wenn ihr sagt, ey, ich fand den Film aber geil, mir hat das gut gefallen, mir hat das gut gefallen. Aber seid ihr nicht auch meiner Meinung, dass genau dieser Moment uns einfach weggenommen wurde, dass wir selber drüber nachdenken konnten, was geht hier eigentlich gerade ab? Wir sehen einfach nur ganz viele Heuschrecken, wie sie ein Feld kaputt fressen und dann wieder abhauen. Und da hätte man doch erstmal das Ganze so stehen lassen können. Mit der Zeit hätte man dann veröffentlichen können, okay, Moment mal, die fressen aber irgendwie nicht alles an Feldern ab. Ein paar lassen sie übrig. Man hätte Biosyn noch überhaupt nicht erwähnen müssen. Daraufhin hätte man Forschung anstellen können. Okay, Moment, das ist aber Biosyn-Saatgut. Das wird komischerweise nicht angegriffen. Stecken die eventuell dahinter? Das mit den übergroßen Heuschrecken ist dann natürlich eben so, aber ey, das kann man jetzt mal irgendwie wegzwinkern. Aber bei allem, was ich über diesen Film wirklich, wo ich drüber nachgedacht habe, was ich nochmal so Revue habe passieren lassen, ist das so eine Sache, die mich extrem stört, dass hier einfach eine Fragestellung aufgebaut wird und die danach direkt wieder beantwortet wird. Das heißt, der Film wurde uns beworben als Wissenschaftsthriller. Das war ja irgendwo mit drin, wurde halt einfach nur ganz kurz aufgelöst. Der Film wurde uns auch beworben als globaler Akt. Ja, global war er irgendwo auch, aber global ist er auch, wenn er in zwei verschiedenen Ländern spielt oder in drei verschiedenen. Und dass wir eine Welt sehen, in der Dinosaurier existieren und quasi die Welt versuchen wieder zu bevölkern. In der die Dinosaurier jetzt global auftauchen. So war es gewesen. Auch das haben wir irgendwo. Aber all diese Informationen, die wir haben, all diese Versprechen, die wurden so nach hinten gedrückt, um eine Spiongeschichte zu erzählen. Hätte man vielleicht die Spiongeschichte nach hinten drücken und den ganzen anderen Rest nach vorne drücken sollen? Ein Wissenschaftsthriller über eine Biowaffe, wo wir uns als Zuschauer selber fragen, was passiert hier gerade? Plus noch Dinosaurier, die aber auch wirklich sinnig in Szene gesetzt werden. Ich hoffe, ich meckere jetzt hier nicht zu viel rum, aber wie gesagt, ich will auch nicht meckern. Ich will nur mal auch von euch wissen. Das ist eigentlich nur eine Riesenfragestellung an euch. Geht's da nur mir so oder ist das einfach eine ziemlich dumme Art, eine Geschichte zu erzählen? Oder werden wir als Zuschauer vielleicht auch einfach für blöd gehalten? Für zu blöd gehalten, um da irgendwie am Ball bleiben zu können, was denn da wirklich dahinter steckt? Spätestens wenn der Film auf Blu-ray draußen ist, schaut ihn euch nochmal an. Achtet genau auf diese Stelle. Es wird ein Szenario aufgebaut, eine Fragestellung, die wird 5 Minuten später wird sie erklärt und danach nochmal bestätigt. Riesige, genmanipulierte Grashüpfer fressen Felder ab, die nicht von Biosyn bestellt sind. Ja, gut, das ist auf jeden Fall die Antwort, die wir relativ schnell dann bekommen und danach dümpelt der Film so ein bisschen vor sich hin. Wie gesagt, alles andere kann man gerne mit mir diskutieren, da verstehe ich auch, was Leute daran geil finden, wenn die Action cool ist. Die vielen Saurier, die für mich zu viel reingeschmissen wurden, auch warum die so positiv angenommen werden, auch das kann ich nachvollziehen. Aber diesen Moment, da wird es jetzt wirklich schwer sein, mir zu erklären, warum das doch Sinn gemacht hat. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare reinschreiben, was meint ihr dazu? Seht ihr das so ähnlich wie ich oder meint ihr, ey, nee, das hätte ich jetzt auch nicht gebraucht, ich wollte einfach nur einen Action-Blockbuster haben und nicht mehr. Ich freue mich drauf, eure Kommentare zu lesen und würde sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.